nicht erschrecken. Wer ist mir denn mal die Fresse hältst, du Arschloch, Alter! Kleiner Hurensohn, hau ab! Was wollt ihr die ganze Zeit, ob ich ohne Hand aufstehen kann? Könnte ich, mache ich aber nicht. Warum sollte ich auch? Ich bin nicht schuldig, jemandem was zu beweisen. Ach, und weil vorhin gefragt wurde. Ach, das Sofa ist immer so tief. Ach, warte. Das Sofa ist immer so scheiße tief. Zum Thema, ich kann ohne Hände aufstehen. Das Sofa ist nur noch so scheiße tief, dass ich mich mit Hände einfach leichter tue. Mein Wortschatz ist wahrscheinlich 10-mal so groß wie der von euch Hatern. Und der Grund, warum ich das normalerweise nicht zeige, liegt einfach daran, dass ich irgendwann die Leute über mich lustig gemacht haben, weil ich immer sehr geschwollen daherred. Das hat letzten Endes dafür gesorgt, dass ich irgendwann sagte, ich habe keine Lust mehr und mir einen ziemlichen Assi-Slang angewöhnt habe. Wie auch immer. Ich kann gerne noch ein bisschen beweisen in den nächsten Tagen oder Wochen, dass ich einen ziemlich guten Wortschatz habe. Weißt du, ein bisschen Centerly. Kann ich mehr sprechen um die Uhrzeit? Ein bisschen Center mal. Warte, ich kann es nicht mehr aussprechen. Ein bisschen Center mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das mehrfach ausspreche. Dass es mir egal ist. Das von vornherein implementiert, dass es nicht so ist. Kein einziger von euch kann mir absprechen, dass ich schwach bin. Das nimmt einfach immer, die Facecam nimmt einfach immer ein bisschen zu viel vom Spiel weg und bei in dem Fall von Darksiders finde ich, ist die Facecam einfach komplett antiquiert. Dass ich da, wenn ich nach rechts oder links jumpe, die Objektivität ist da ein Problem. Weil ich weiß immer nicht, muss ich jetzt nach links? So, erstmal Fresse aufreißen, bevor man die Schnauze hält. Concentration! Ja, und ich habe Concentration gemacht, weil Leute immer alles gleich nachmachen müssen und die Hater mich damit immer gleich verarschen müssen, Concentration. Und deswegen Concentration. Mich interessiert euer kindergartenliche Hate nicht. Weil etwas zu disliken, was man nicht gesehen hat, würde einfach implementieren, dass man weder neutral noch sonst irgendwas ist. Und ja, wie jeder andere Mensch auch, habe ich Bedürfnisse. Und jeder, der das immer so abstreitet, jeder, ich habe das so, Lächerlichkeit. Erstens mal heißt das Lächerlichkeit und nicht Kalt. Und zweitens, lächerlich machst du dich. Und was ich auch sage, und das werde ich hier versprechen, und ich weiß, ihr glaubt immer, meine Versprechen taugen nichts, ich werde hier hoch und heilig versprechen, alles, was mir heilig ist, sollte ich weitermachen. Wohlgemerkt sollte, dann werde ich auf keinen Fall so weitermachen wie die letzten Jahre. Ich werde versuchen, sachliche, ordentliche Videos zu machen, bei denen ich, und darauf werde ich extrem achten, nicht auf Hatern eingehe, nicht auf Hatern eingehe. Der Streamer ist genau wie Rainer. Ja. Kriege ich hier gerade eine E-Mail von jemandem, der sagt, fette Lüge. Ich habe nicht gelogen. Wenn mich irgendwas an Hatern ankotzt, dann ist es das. Nur was die Sache mit den Hatern angeht. Viele Hater, Hater-Namen, die bekannter sind. Hater. Die Haustücher der meisten Hater. Haters. Meine lieben Hater, etwas, was den Hatern noch blühen wird. Wisst ihr, ich wurde nur durch Hater groß. Das ist nicht sonderlich schwer, wenn die 90% deiner Hater aus Hartz IV besteht. Manchmal sind nachts hier Hater. Jetzt sollten sich die Hater in Acht nehmen. Aber die Hater. Die Hater, Erdbärchen, die Hater. Viele der damaligen Hater. Es gibt nicht wenige Hater. Hatern. Von den neue Hater, Regenbogenschaf, Red TV, Captain Metal, Dorian und Imp. Die ganzen Aktionen von meinem Haus in den letzten 3 Jahren. Die ganzen Aktionen im Internet seit 4 Jahren. Die ganzen Sachen in meinem Teamspeak, im ersten Teamspeak ein halbes Jahr lang, im jetzigen Teamspeak 1,5 Jahre. Mein Haus beschmieren, meine Fenster einwerfen, die Polizei rufen. Seht zu, dass der Land gewinnt, meine Güte.
Allerdings habe ich genug Hater. Ich habe Hater 1. Was haben die Hater? Was haben die Hater? Die Hater! Deswegen hatet ihr. Hater. Ist auch nur ein Hater. Die ganzen Hater. Ein paar Hater hocken ja schon im Knast. Hater. Sämtliche Hater. So viel Hater. Ein paar Hater stehen vor meiner Tür ab. Hater. Du haten. Hater haben gar keine Arbeit. Ach so, und was die Sache mit den Hatern angeht, sich darüber zu ärgern. Ich ärgere mich da schon lange nicht mehr drüber. Ja, hier und da eine Erwähnung, aber. Pff. YOLO. Ich habe nie behauptet, dass ich heute die Hater ignoriere. Ich werde wirklich mit aller Macht, die ich habe, versuchen, wirklich was Positives zu erreichen. Mich freundlich ausdrücken. Wenn ich mal Blödsinn laber oder irgendwelche Ausdrücke raushau, wie werde ich genau das machen, es überpiepsen. Ich hoffe, dass es halbwegs hinhaut. Und ich werde auch, wie gesagt, Anfang des Jahres, auf jeden Fall sollte es weitergehen, mich brutal zusammenreißen in meinen Streams. Ich will eigentlich niemanden beleidigen, aber doch, in deinem Fall mache ich eine Ausnahme. Wer hat dir ins Hirn geschissen und vergessen umzurühren? Du Vollidiot! Weißt du, du bist so ein typischer Idiot. Der Sackgesichter, Kindergartenficker, Alter. Arschlöcher, fick dich und verpiss dich. Die arbeitslose Spinne ist, ihr seid sogar dümmer als Juno. Arbeitslose, kleine Spasti-Kinder, Idioten, beleidige dich, weil du ein Stück Scheiße bist. Arschlöcher wie du, Idioten. Haufen Arschlöcher, Arschlöcher, der Wichser. So ein Lappen, du Arschloch. Pisser nicht, Pissewichser, du Pisswichser, du dummes Arschloch. Du Arschloch, du Arschloch. Du Posten, Alter! Und damit habe ich jetzt, glaube ich, 5 Leute beleidigt. Du Loser, halt die Fresse! Dreckswichse, Vollidioten, Haufen Arschlöcher. Du kleiner Dreckswichse! Pisser. Kleiner schwanzloser Typen Arschloch, du Hinterwäldler. Nur weil du schwanzlos bist, brauchst du hier nicht deinen Schwanz reinhängen. Vollidioten, fick dich! Du Pfosten, kleiner Hurensohn, Alter. Blöder Pisser im. Du Spinner. Du kleine Bitch. Du hässliche Sackratte. Pisser, dieser Wichser, du Affe. Fickt euch. Entschuldigung für Beleidigungen. Ist mir eigentlich scheißegal. Im Gegensatz zu euch bin ich nicht derjenige, der die ganze Zeit andere beleidigt. Danke, ihr Arschlöcher. Ciao. Noch ein bisschen Kaffee saufen hier. Pinn gleich weg. Hast du eine Ahnung, wie viel Kaffee ich jeden Tag sauf? Für mich macht das keinen Unterschied, ob ich einen Kaffee trinke oder nicht. Koffein! Merken tue ich davon nichts. Ich achte schon ein bisschen auch darauf, was ich an Fleisch esse oder... Was ich an Milch trinke. Achte schon ein bisschen auch darauf, was ich an Fleisch esse oder was ich an Milch trinke. Ist das vegan? Wurde das erwähnt? Bei Peter heißt die Überschrift: Kanada wirft Milch aus der Ernährung. Jetzt hole ich mir erstmal mein Frühstück. Das da heute sein wird. Chili con carne aus der Dose. Natürlich kalt, richtig assi. Heute Mittag, als ich aufgestanden bin, habe ich 2 Brezen und eine Ravioli-Dose gegessen. Würstchen, Fleisch. Ich weiß nicht, ob ich alles heute grill. Vielleicht grill ich am Dienstag auch nochmal. Ja, und Netzeler hat er keine anständigen Argumente mehr, deswegen zeigt er den Mittelfinger. Fick dich, du Kleinkind. Und extra dreckiger Fingernagel. Du bist arrogant. Leck mich, du Loser. Ach, und tut mir alle einen Gefallen und fickt euch. Also könnt ihr mich am Arsch lecken und den könnt ihr euch sonst wohin schieben. Habt ihr wenigstens einen Spielgefährten. Fick dich und verpiss dich. Hast hier nichts verloren. Fick dich, du bist doch nur ein kleiner Noob. Hast keine Chance. Hattest du niemals hier. Und jetzt verpiss dich, sonst kriegst du richtig auf die Fresse. Thema Tanzverbot, halt die Fresse. Warum lügst du bezüglich des Kostens für dein Glasfaser? Was mit deiner Unterlippe passiert? Das? Hab mich gebissen. War ein Versehen.
Was hast du an der Lippe? Eine Beppe nennt man das in Franken. Herbes oder so nennt man das, glaube ich, auch. Du kannst mir mal Predigten halten, wenn du selber mal richtig lesen und schreiben gelernt hast. Ja, du kannst den Chat langsamer machen, wenn du arbeitsloser Hund endlich mal was zur Gesellschaft, aus der du Dinge, aus der du Dinge beziehst. Was ist denn Dinge? D-I-N-G-E heißt es. Dinge. Dinge. Soll das Dinge heißen? Dinge. Dinge, Dinge, Hashtag Dinge. Was Beitrag würdest. Ja. Herzlichen Glückwunsch, danke, du bist heute der Idiot des Tages. Du bist heute der Idiot des Tages. Ich glaube, es gibt keinen YouTuber, der sich so stark schon gegen Rassismus, gegen Narzissmus, also Nationalsozialismus und so weiter eingesetzt hat als mich. Halte dich halt mal da fest, du Affennäger, ey. Jetzt müssen wir OG laut, Nigger. Oh, Nigger, alle, man, pass mal auf die Straße auf. Nigger. Really? Nigger? Kennst du Studio Ghibli? Nein. Studio Ghibli. Was? Sagt mir gar nichts. Ich persönlich kann den Film einfach nur empfehlen. Wie gesagt, ich bin ein sehr großer Studio Ghibli-Fan. Das habe ich auch schon in meinem Stream öfter gesagt auf YouNow. Und vor allem von Hayao Miyazaki, ein großartiger Mann. Es geht darum, dass ich auf YouNow in erster Linie mit meinen Fans interagieren kann. Mit meinen Fans interagieren. Nein, du bist arrogant. Gut erkannt. Das ist mit mir als Fan verschissen. Dann verpiss dich, du Arschloch. Außerdem brauche ich mir irgendeine Scheiße von so einem Pisser nicht anhören, der keine Ahnung von mir hat. Das geht dich an einen Scheißdreck an, wie ich bin. Ich bin überhaupt nicht übellaunig, aber ich kann solche einzelnen Pissepixel nicht ausstellen. Wie ist die alle Verteilung in den Drachen so, weißt du das? Bei dem Niveau, das sie an den Tag liegen, würde ich sagen 5. Bei dem, was ich weiß, bedauerlicherweise 20 bis 8, weiß nicht, 28, 30, ungefähr in meinem Alter. Steuerverschwender, sagt zu mir ein Student, der wahrscheinlich in seinem ganzen Leben seinen Job nicht nachgehen kann, weil er 300.000 Jahre studiert. Und ich verdiene meine Kohle mit YouTube. Okay, du hast innerhalb von etwa 2 Minuten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nachrichten rausgehauen. Also, wenn das kein Spam ist, weiß ich nicht mehr, Eko. Und ich komm nicht mitten im Stream in den TS, was glaubst du eigentlich? Sag mal. Ich verstehe zwar nicht, was das bringen soll, aber ja, ich kann dich grüßen, Aiko. Nimm deinen Musikwunsch. Was, nimm den Musikwunsch? Aiko, es reicht jetzt. Sei froh, dass du nicht schon längst gebannt wirst, anstatt hier die ganze Zeit rumzubelästigen. Waren das mittlerweile Typen oder waren das... Ist es, irgendjemand hat mal gesagt, es waren zwei Mädchen oder waren Mädchen? Ach, du weißt doch selber, was sie immer für einen Haufen Blödsinn erzählen. Du hast eine richtige Reinschlagfresse. Weißt du, die letzten, die mir eine reinkauen haben, ne, haben mir einen Zahn ausgekaut. Und ich habe ihn dafür fast den Fuß gebrochen. Und ich habe ihn dafür fast den Fuß gebrochen. Und ich habe ihn dafür fast den Fuß gebrochen. Und ich habe ihn dafür fast den Fuß gebrochen. Und die Küche... Die zeige ich euch lieber nicht. ja, die Küche war eigentlich sauber. Aber ich bin ein wenig Schlampe. Wie man merkt. Also ich bin, wie gesagt, echt kein Messi oder so. Also ich bin, wie gesagt, echt kein Messi oder so. Thank you.
Ich dachte, ich habe mich gerade klar genug ausgedrückt, dass ich nicht mehr über mein Privatleben mit euch reden werde. Das geht euch schlicht und ergreifend nichts an. Es ist mein Privatleben. Das geht euch schlicht und ergreifend nichts an. Es ist mein Privatleben. Ich habe aber prinzipiell kein Problem damit, auch hier Videos in die Richtung wieder hochzuladen. Also so Wix-Videos. Lemmy-Shirt, 3 Tage in Folge. Ich habe das Lemmy-Shirt gestern und heute angehabt und vielleicht vorgestern. Und es ist immer der gleiche Tag wie gestern. Also habe ich es 2 Tage an. Und das nur deswegen, weil ich noch nicht duschen war, weil ich vorm Schlafengehen duschen wollte. Wenn ich nach dem Schlafengehen geduscht habe, dann ziehe ich mich... Na, dann ziehe ich mich nicht an, weil dann gehe ich nackt schlafen, aber... Reichen deiner Freundin die 14 cm aus? Es sind 16,5 cm, aber dankeschön. Was auf den Bildern sah es auch weniger als die 16 cm aus? Was interessiert euch eigentlich meine Länge? Es geht euch doch gar nichts an. Wenn ich den Stream ausmache, dann hocke ich mich hin, schüttel mir mal die Palme. Heute mal ein kleiner Funfact direkt am Anfang des Films oder der Serie oder wie auch immer. Ich trage gerade keine Hose, sondern ich habe lediglich ein Handtuch umgewickelt, da ich gerade geduscht habe. Metal, Leute, noch einmal, servus. Ja, euer Tagesvlog heute und meine Aktionen, die ich jetzt so im Moment vorhabe und im Moment so mache, sind in erster Linie jetzt gerade, ja, streamen. So, heute habe ich viel erledigt, ich war heute in Nürnberg und alles und war hier und da wegen am Rumbuseln. Oh cool, ich habe sogar noch genug auf meinem PayPal. Wieso habe ich so viel Kohle auf meinem PayPal? Was hast du bestellt? Haufen ungesundes Zeug. Ich geh pissen. Ich habe neue Schuhe. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ich habe neue Schuhe. Eier richten. So, tut mir mal den Gefallen und reiß dich immer die Fresse auf. Ihr wisst nichts über mich. Gar nichts. So, dann Lülülü, kannst du dir mal in die Haare schmieren, du Loser. So, was brauchen wir hier echt, ne? So, ne Witz, Lülülülü. Naja, großes Treffen vor der Schanze, Etzela. Erstens mal Etzela und zweitens mal Schanze. Das sind 2 Verwandlungen, die dritte wird es nicht geben. Ich würde meine Wortwahl genau zügeln. Ich hocke hier fett rum, was schon? Mit einer zerrissenen Hose, ja? In Gammel-Outfit. In meiner Schimmelschanze. Ich habe sogar Schmerztabletten. Ich nehme momentan die von meiner OP, weil ich keine anderen da habe. Und die pfeifen echt rein. Also, das sind ja richtige Schmerztabletten. Richtig harte. Helfen die Schmerzmittel denn nichts? Was für Schmerzmittel? Ich versuche ein besseres Vorbild zu werden, ja. Weil ein gutes Vorbild ist immer so eine Sache. Das kommt auch immer wegen auf die Definition an. Ich finde das halt nur schwierig, wenn ich dann irgendwelche Sachen lese, dass du irgendwelche Leute mit Pfefferspray angreifst. So, weiß ich nicht. Und Weißt du, was die Hintergründe kennst du die Hintergründe davon? Die standen da irgendwie bei dir wieder Pilger am Tor. Ich weiß nicht, was da los war. Mit Pfefferspray sprühe ich nicht um mich, wenn es nicht einen driftlichen Grund dafür gibt. Weil es nämlich auch eine Straftat ist, wenn man es nicht, wenn man das ohne driftlichen Grund macht, ne? Du bist doch der Loser hier. Du stehst vor meiner Tür. Ich hab dir nichts getan und ich hab kein anderem was getan. Du hast mir nichts getan. Du hast mir nichts getan. Du wirfst mit mir auf Bomben, Alter. Natürlich. Ich bin immer konsequent, wenn ich irgendwas mache. Ich bin immer konsequent, wenn ich irgendwas mache. Ich werde übrigens... Ach scheiße, das habe ich heute von der Zeit her nicht mehr geschafft. Ich vermisse die Radl-Videos. Ich hoffe, du machst noch Sport. Momentan mache ich nicht viel. Das mit den Radl-Videos weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Wie waren deine Termine heute? Den Termin habe ich verschoben. Voll verpeilt, dass ich ja eigentlich einen Termin um 11 hatte, ich Idiot. Nachher machst du noch Sport. Seit wann mache ich Sport? Du kannst jetzt ja wieder fit werden, Rainer, du bist keine 70. Was glaubst du, was ich zurzeit tue? Kann es sein, dass 4 Parts Mario ausfallen werden? Warum ist dein Bart schief? Weil ich so blöd zum Rasieren bin. Das muss ich irgendwann mal korrigieren, aber ich bin so faul immer. Nehmt es mir nicht übel, nehmt es mir nicht übel, wenn dann mal ein paar Tage lang keine Zelda-Parts kommen. Ich kann wahrscheinlich besser lesen als du. Und es lachen wahrscheinlich die Hälfte der Zuschauer und dann frage ich mich letzten Endes, warum schreibt ihr dann Metal mit M-E-D-D-L?
hört sich vielleicht komisch an, aber ja, auch ich liebe auch meine Nachbarn. Ich liebe alles in diesem Dorf. Ich liebe auch meine Nachbarn. Weil die Strado herrscht, bis laut in die Luft. Ey, was soll's, egal! Das kann man von mir bitte nicht hören! Und dann irgendeiner auch. Ich hab das geschafft. Und wenn das nicht akzeptierst, was schauer. Es reicht einfach. Halt die Fresse. Ich wohne hier schon länger als du. Schon in Deutschland bist. 28 Jahre? Ja? Verpiss dich! Hau ab! Nee. Hau alle ab! Ihr seid doch die Idioten, die hier die ganze Zeit die Leute noch weiter vor euch aufstacheln! Ja, du! Ja. Du, dein Mo, da oben welche, da unten welche! Ich hab auf mein Grundstück. Du bist ein Monster! Das ist mir wurscht! Wir schicken hier! Dann zieh ich euch nochmal an! Das letzte Mal hab ich euch nur noch angezeigt, weil ihr nicht an mein Tor drin habt, weil die Bullen gesagt haben, ich soll es nicht machen! Ich will doch gar keine mehr da haben, Rainer, ganz ehrlich! Ist egal! Und wenn mich die ganze Welt hasst, bin ich immer noch da! Und damit müsst ihr wenigstens klarkommen, nicht ich! Ja. Du wohnst trotzdem in den Schauerbächen, hast hier nichts zu melden. Du willst deinen eigenen Namen. Wie wär's denn, Pferdefotze? Halt die Fresse, du Fettschwein, Alter. Schrei doch nicht rum, die Leute werden wach. Mir scheißegal, verpisst euch. Hey, jetzt beleidige doch nicht deine Nachbarn. Das geht ja echt zu weit. Du hast immer ständig Ärger und hast andere Käufe. Und mich hier, die ganze ganzes Leben kennen. Du bist hergegangen und hast mich völlig gemacht, Alter. Nur um mit einem Kumpel cool aufzustehen. Du erbärmlicher Wichser, Alter! Wer war denn da? Halt die Fresse! Du bist nicht mehr der Dreck unter meinen Fingern, Alter! Du bist nicht mehr der Dreck unter meinen Fingern! Ich mag keine Hamburger, ich mag eigentlich keine Burger, ich esse keine Burger, ich mag die eigentlich nicht. Und zwar so fettig Burger, schön fettig und eklig und widerlich und alles, kann man in der Mikrowelle machen. Ich persönlich gehe ganz gerne her. Manchmal geht's, manchmal nicht, dass ich das Fleisch runter mache, nochmal in der Pfanne anbrate, in der Zwischenzeit dann kurz das Brötchen mal minimal in die Mikrowelle haue, dass das alles warm ist und dann haue ich das mir alles wieder drauf und esse das. Richtig geil, richtig lecker. Es gibt schon mal selten welche, dass ich welche esse, aber im Normalfall, ich liebe Cheeseburger, hasse aber alle anderen Burger. Heißt aber nicht, dass ich jetzt am anderen Burger deswegen, weißt du das, Mann? Spiel Verpiss dich von Tic-Tac-Toe. Das habe ich früher immer als Kind beim Kochen gehört, als ich so 10, 12 Jahre alt war. Spielt keine Rolle, zwischen 10 und 16 habe ich ständig in der Küche gekocht und dabei Musik gehört. Oder auch gebacken. Habe ich auch als Kind, bin ich immer durch die Küche getanzt dabei beim Kochen. Ach so, übrigens, das Lied soll ich vielleicht dazu sagen, das Lied habe ich noch auf Kassette. Damals gab es noch keine CDs. Viele Leute fragen mich ja immer oder fragen sich immer über mich, wie das sein kann, dass ich trotz des ganzen Hates, trotz des ganzen Mists, der um mich herum passiert, nicht ausflippe. Haut ab oder ihr seid tot. Glaubst du nicht? Ich hab nicht den ersten abgemurkst, wenn ich dich gekillt hab. Hey, gib doch nichts zu meinen. Das ist der Wichser! Was hat er gefahren? Wer hat er weggelegt? Was für abgepackte! Okay. Du glaubst, du hast Macht? Ich bin derjenige, der die Macht hat. Und es ist seit Jahren so. Sonst würde so ein kleiner Pisser wie du es niemals wagen, vor meiner Haustür zu stehen. Du hältst dich für was Besonderes. Du bist niemand. Jeder andere Pisser, der hier vor dir war, ist niemand. Ich bin jemand und werde es immer sein. Lebt in der Schande, dass ihr niemand seid. Ihr kleinen Feiglinge! Lebt damit, du kleiner Feigling! Du wirst nie mehr sein als ein Loser und ein Nazi! Und glaubst du, ich seh dich nicht oder was? Halt die Fresse und nimm meinen Namen nicht in den Mund! Das ist viel zu heilig für einen Loser wie dich! Schwör lieber drauf und sei froh, wenn du mir nie über den Weg laufst! Sonst mach ich Jagd auf dein Lappensäckchen und du wirst heilen! Also, mein Scheunendach, ist wahrscheinlich robuster als die Hausdächer der meisten Hater. Mein Scheunendach ist wahrscheinlich robuster als das meiste.
meist die Haustiere der meisten Hater. Das liegt daran, dass ich Anstand habe. Weil. Der kann mich an meinem fetten, verfetteten, hässlichen, nicht abgewischten Arsch lecken. Aber wir haben sie. Okay, ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Ich sag jetzt einfach mal, es war der Stuhl. Der Sofa. Der ist so verknackt. Oh, das Sofa knackt, aber ey. Darf mich nicht so hoch hinsetzen, weil sonst, ich hab nämlich keine Hose an. Boah, Alter. Na, kam gut. Und, ja, die sind noch nicht eingelaufen. Oh, oh, puh, meine Füße riechen ja gut. Eier richten. Kein Niveau, keine Klasse, kein Respekt. Nichts, einfach gar nichts. Benehmt euch mal ein bisschen anständig, bevor ihr mir vorwerft, dass ich ein Assi bin. Benehmt euch erstmal besser. Ich werde auch versuchen, wie gesagt, meine Streams interessanter zu machen. Vor allem jetzt auch aus Respekt für meine ganzen Abonnenten, die jetzt schon so lange dabei sind. Warum läuft die Musik schon wieder nicht? Verdammt nochmal. Was ist denn da heute los? Vielleicht schlafe ich mal eine Runde im Stream, was soll's. Hast du noch Post drauf? Erstmal ein herzliches Hallo und guten Morgen. Gut geschlafen. Nicht wirklich. Aber hilft ja nichts. Fuck my life, really. A, B, C, D, E, F und ich sind mittlerweile die besten Bros, Alter. Da haben mir viele Hater ans Messer geliefert. Danke nochmal, Bro. A, B, C, D, E, F ist vieles, aber ein Ehrenmann mit Sicherheit nicht, weil er weiß wahrscheinlich nicht mehr, wie Erde geschrieben wird. Ganz zu schweigen davon, dass er weiß, was Erde bedeutet. Ein ehrloser Wichser ist er, mehr ist er nicht. Ja, wenn jemand schon meinen Namen falsch schreibt, dann werde ich das nicht vorlesen. Du hast recht, eigentlich mag ich keine Schokolade.
Außerdem, es ist ja nicht so, dass ich die Schokolade alleine esse. Aber noch meine Freundin auch. Die mag Schokolade. Was hast du gegen mein Aussehen, Alter? Ich sehe besser aus als du. Alter. Meine Zelle schaut nicht bei weitem so schlimm aus. Es ist irgendwie jetzt die Kamera mit der komischen Farbquali. Nee, man schlägt keine Frauen, Alter. Das soll es doch nicht wissen. Man schlägt keine Frauen. Du hast gerade eine Glasflasche nach mir geschmissen, du Psychopath. Schlag Fotzen die Scheiße bauen. Im Internet hocken so auf Fresse, wenn ich im Real Life vor dir stehe, sind die Eier so winzig. Wenn jetzt sogar noch kleiner, sieht man fast schon immer. Meine Güte, was für ein Kindergarten. Im Internet habt ihr immer große Fresse und im Real Life habt ihr dann so kleine Eier, dass er von mir wegrennt, wenn ich schon 3 Meter entfernt bin. Komm raus, du Weiter! Du bist der Wichser, der hier Scheiße baut! Du hast meinen Zaun gemacht! Raus. Du hast meinen Zaun gerade kaputt gemacht, Alter! Du bist so eine Pussy! Guck dich an, wie der im Zaun stehst! Komm doch raus! Los, komm, komm her! Komm doch her! Hinterm Zaun, wie ein kleines Mädchen stehst du! Los, komm her, spuck doch noch ein bisschen! Willst du schon merken, was du von hast? Los, komm her, Pussy! Los, komm her! Trau dich doch! Da steht er da! Oh, kommt her, ich hau euch aufs Maul! Wie ein fucking kleines Mädchen stehst du in deinem Scheiß Zaun! Hier hab ich's denn nötig, mich zu prügeln! Los, komm doch raus! Ich immer die große Fresse von der Zaun zu Weichei! Komm her! Du Pussy! So ein kleinen Schwanz hast du! So ein kleinen Schwanz! Mach das her, du Arschloch! Wenigstens muss ich mich nicht dafür prügeln, dass ich meinen Schwanz größer krieg! Ja, du rennst du nichts machst du, weil du so ein Weichei bist! Komm raus, ich will dir auf die Fresse hauen! Komm! 3 Jahre Kampfsport dort! Hör los, komm doch! So eine Fresse, nichts dahinter! Weil du gottverdammtes Weichei bist! Immer willst du dich prügeln, immer! Jetzt steh ich alleine hier und los, das machst du! Stehst hinter dem Zaun und schlägst mit einem. Was ist denn das? Eine alte Duschstange? Ich lach mich tot. Ja, dann komm raus, dann reden wir. Und hast keine Ahnung. Komm raus! Komm raus, dann reden wir. Komm raus! Komm raus! Wahrscheinlich, versuch's, komm raus! Ich komm vors Tor, komm raus! Komm raus! Ja, komm raus! Mich interessieren 7 Leute nicht. Komm jetzt raus bei mir. Komm raus. Ja, dann komm doch raus. Ja, dann komm doch raus. Ja, komm raus. Ich stell mich vors Tor. Nein, du kommst jetzt raus. Ich hab dir gestern schon gesagt, dass ich da nicht hinkommen werde, weil ich es nicht nötig habe, mich mit irgendeinem Loser zu prügeln, der nicht sich mit Worten, sondern nur mit Fäusten verteidigen kann. Ich esse eigentlich ansonsten normal recht gesund. Ein Kaffee, Kippen, so muss der Morgen beginnen, Alter. Was isst du da? Ein Wurstbrot mit Käse und Senf. Ich wiege derzeit ungefähr 195 Kilo.